Im Heckenweg im Krimitschauer Ortsteil Gösau kam es am Montagmittag zum Brand des Dachstuhls eines Wohnhauses. Zwei anwesende Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Freiwillige Feuerwehr Gösau, Frankenhausen und Krimitschau waren zum Löscheinsatz alarmiert. Von mehreren Seiten versuchten sie, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Der Dachstuhl brannte allerdings völlig aus. Der Rest des Hauses wurde durch das Löschwasser verwüstet. Die Ursache des Feuers war das Aufbringen von Schweißbahnen mittels Gasbrenner. Damit war ein 38-jähriger Hausbewohner vor dem Brandausbruch beschäftigt gewesen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.